wäre vernünftig. Das wäre sehr clever. Fortune. Mildly perturbed. Vielen Dank, weil ich will ja auch zum Night Market. Jetzt gibt's Snow. Snow tomorrow. Snow tomorrow. Snow tomorrow. Snow, Snow. Oh, warte, da ist gar nichts mehr drin, ne? Snow tomorrow. Oh, Marmelade können wir auch noch machen. Ne, warum denn auch nicht? Es gibt Snow tomorrow. Lass uns kuscheln, lass uns knuddeln, lass uns Freunde sein. Ja, 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 ja. Hm. Ich kann sagen, warum jetzt zwei Void-Eier, aber wir haben ja zwei Chickies. Chicky, chicky, chicky. Ach so, ich wollte eigentlich gucken, was Void Mayo bringt. Ich hab's vergessen. Egal. Weiter geht's, die Sea Urchin. Ich weiß, ihr lieben Squids, ich habe das noch auf dem Schirm. Ich habe euch nicht vergessen. Warte. Zwei von euch habe ich gesagt. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht und wie lange das auch dauert, wenn sie das sind. Wir lassen es einfach mal so. Und dann werden wir ja sehen. So, müssen wir da auch Käse sammeln, wenn wir dann wieder Ausflüge machen, nicht wahr? Dass wir dann wieder sterben können und den Käse erneut verlieren. Hier ist ein Kürbis fertig. Ach was. Umgehen. Nö, das brauche ich jetzt. Wobei, wir haben noch Platz. Na komm. Dam, da, dam. Die Hot Pepper tun wir weg. Sonst noch was weg? Achso, ja. Die Eier wollten wir aufheben. Die Entenfeder können wir noch wegtun. Und ja. Nö. Behalten wir mal noch ein Goat Cheese. Weil wir haben genug. Wir kriegen auch wieder welche. Wir verkaufen den Goat Cheese. Ja, was soll's. Ich verkaufe auch das. Behalten wir die Eier durch rein. Oh yeah, oh yeah. Wir sammeln Eier, wir sammeln Eier. Noch ein Ei. Nein. Ich war nicht beim Zwerg. Ich wollte gucken, ob der Opatz oder so gern leiden kann. Zwei, perfekt. Ich hatte mir zwei gewünscht. Um die zwei Plätze zu besetzen, die wir da rumfahren haben. Plätze rumfahren haben. Klingt auch ein bisschen seltsam. Hier war doch noch. Ja, da. Gut, Wiedersehen. Aber jetzt haben wir gerade. Doch, wir haben noch eine für den. Du weißt schon, du weißt schon. Mit meinen Sebastian brauchen wir doch auch gar nicht mehr. Egal, ich habe die Frozen Tier jetzt noch dabei. Vielleicht denke ich an ihn, vielleicht nicht. Diesmal haben wir auch die Angel gleich dabei. Wollen uns noch einen gescheiten Köder kaufen? 8000 Gold haben wir. Aufregend, sehr aufregend. Wo wir das Mädchen nochmal finden. Die wird wahrscheinlich nicht schon wieder hier sein. Die ist ja nicht jeden Tag am Hoppeln, Hüppeln, Hoppeln, Wobbeln, Wobbeln. Am Wobbeln. Wisst ihr Bescheid? Am Wobbeln. Da ist ein Grabesport. Komm her. Oh, ein Stein. Weißt du, ein Stein. Da freust du dich, dass da was Cooles ist. Und dann ist es ein Stein. Genau, arkane Energien. Erzähl mir was. Wir müssen noch Freunde werden. Ich erzähle dir, wenn ihr mal. Ich vertraue dir genug, um dich in meinen Basement zu lassen. Ah, um dich reinzulassen. Na, das, was du dort. Behandle das, was du dort findest, mit Respekt. Ja, das ist jetzt so semi-beeindruckend. Warte mal, wo schläft der? Geht's ja noch woanders hin? Ich glaube nicht. Na gut, wie sehr mag uns der Zauberer eigentlich? Hey, 6 Herzen. Das ist tatsächlich gar nicht übel dafür, dass wir den so selten sehen. Wir gehen wieder oben rum. Und dann schauen wir bei Marnie vorbei, wer da schon rumrennt. Ich muss immer wieder gucken. Shane waren wir auch voll, ja. So wie Shane immer voll ist, sind wir auch mit Shane voll. Und wir versuchen, hardcore, wie gesagt, hardcore, mit den Leuten anzubändeln. Dass sie uns mögen. Und dann können wir das weiterführen. Hallo, meine Liebe. Weißt du, was ich hier für dich habe? Nein, ein unglaubliches Geschenk. Mein Neffe Shane ist ein paar Monate da, aber er hilft mit den Chickens, also beschwert sie sich nicht. Marnie, haben wir schon 7 Herzen. Schön. Das Mädel ist nicht mehr da, Shane ist nicht mehr da. Na gut. Mädel könnte allerdings auch
bei der Schule, in der Schule sein, quasi. Quasimodo. Da finden wir dann auch Penny gleich. Das ist sehr wahrscheinlich. Ah, wer Sam hatten wir jetzt gar nicht gesehen. Ich will doch. Bait können wir auch noch kaufen. Ich brauche noch Schnecken für den kleinen Jungen. So. Hier noch jemand. Sam ist da. Aber ich habe keine Pizza da. Da ist der Junge. Mag der Blumen? Was soll's? Nein, nicht essen. Für mich? Wow, danke schön. Erzähl mir was. Mama erlaubt ihm heute keine Gummibärchen mehr. Hat ich dem lieben Sam schon mal versucht, Blumen zu schenken? Oh, mochte er. Oh, da fehlt ja nur noch ein Herz. Dann ist mögen auch okay. Ich kaufe dir morgen eine. Danke, das mag ich wirklich sehr. Er ist beschäftigt damit, mit der Gitarre zu üben. Kauf dir den morgen eine Pizza oder so. Vielleicht auch, wenn ich nachher nochmal vorbeilaufe am Dings, denke ich dran. Das werden wir sehen. Jetzt gehen wir einmal kurz noch zu Grobus runter. Dann ist das auch gleich erledigt. Und wenn der Night Market rum ist und wieder alle happy sind, brauchen wir uns gar keinen Kopf machen, weil wir alle schon bequatscht haben. Genau, er hat Probleme mit dem Sonnenlicht. Und hier drinnen sind die Bedingungen perfekt. Und ob ich was kaufen möchte, natürlich. Nein, danke. Also ich möchte, wie gesagt, das Return-Zepter kaufen, weil das ist mega. Aber das kostet 2 Millionen. Habe ich nicht noch einen Kaffee in der Tasche? Wo ist Harvey? Oh, das ist der Louis. Eine Blume? Danke, das ist großartig. Den sehe ich auch so gut wie nie. Oh, nicht die Cranberries. Oh, ja. Genau, was du solltest anfangen, einen Plan zu machen, um deine Farm nächstes Jahr noch weiter zu verbessern. Hallo? Alles, was ich tue, ist ein permanenter Verbesserungsprozess hier. Oh, daran habe ich auch gar nicht geguckt. Demetrius. Die Krabbenspezies in den Minen. 5 von ihnen. Naja, wenn ich es nicht schaffe, ist es auch egal. Oh, ein Event. Ein Event. Was ist denn hier los? Das ist ja großartig. Und Harvey sagt, ah, Juna, ich wollte gerade einen Brief schreiben. Will er, dass ich eine Untersuchung mache, oder? Siehst du meine. Wenn dir irgendwas in den Unterlagen sagen, dass du deinen Check-up machen solltest. Deinen jährlichen, glaube ich. Ach, aber, das ist, du musst dir keine Sorgen machen, es wird sch schnell und schmerzlos. Bitte folge mir. Schnell und schmerzlos. Ist schön, wie ich erstmal warte, so vielleicht zu so abzögern. Ach, oh je. Okay, halt bitte still. Fantastisch, vielleicht mal noch Mund aufmachen. Ah, ja, das habe ich. Ne, komm sehen. Okay, also kannst aufhören. Ende war schon desinfizieren, großartig. Ich muss deine Vitalwerte checken. Jetzt horcht er uns ab. Dein Puls ist hoch. Ich bin etwas nervös. Ich bin außer Atem, um davon von der Farm zu arbeiten. Bist du wirklich ein Doktor? Mein Puls ist in Ordnung. Oh, nein. Ich bin nervös. Ist doch wahr. Ah. Deine Krankenhäuser machen dich nervös, ha? Huh? Versuch dich einfach zu entspannen. Ich bin hier, um zu helfen. Ich denke mal, die Antwort war okay. Nun, sie scheint sehr gesund zu sein, Juna. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Ja. Wundervoll. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, das hatte ich nicht geplant, aber hey, Clint? Ja, das ist genau, wonach ich gesucht habe. Das freut mich. Was ich sehe, den Arzt wegen meiner Lunge, den ganzen Kohlestaub einzuatmen, kann nicht gut sein. Oh. Harvey, 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 Harvey. Ich habe dann keinen Kaff mehr für den Opa, aber das kann ich auch noch kaufen. Okay, komm jederzeit vorbei, wenn du dich krank fühlst. Du bist jung, aber du solltest eigentlich gesund bleiben, ohne dich groß anzustrengen. Maru ist leider nicht hier. Arbeitet nicht jeden Tag hier, wie mir scheint. Finde ich hier noch jemanden, den ich suche? Oh, noch ein Event. Was ist denn hier wieder los? Boah, hör auf mir zu sagen, wie ich mein Leben leben soll. Da gebe ich recht. Hey, vergiss es. Wir lassen dich hier für umsonst arbeiten. Was, bis du die Schule beendet hast? Es scheint mir, als wenn du das gar nicht appreciatest. Wie heißt das auf Deutsch? Hör auf, mir Schuld einzureden.
Ich appreciate, dass dass Vater und du mir helfen, aber was zu erwarten, dass ich mich so anziehe, wie du es möchtest, ist verrückt. Ich bin nicht mehr dein kleines Mädchen, Mom. Ja, absolut. Du hast recht, tut mir leid. Und ich so, hups, wo bin ich hier reingeplatzt? Ist da jemand? Wie geht's? Ich schwöre, dieses Haus ist verflucht. Und da freut sie sich. Caroline, nimm ein Blümchen. Oh, wirklich, bist du sicher? Natürlich. Juna, das ist peinlich. Ich habe die Cranberries, die du uns verkauft hast, in Kompost geworfen. Warum reden die das ganze Jahr von den Cranberries? Ist schon Wochen her. Nicht, dass eigentlich alle haben fürchterlich gerochen. Wo hast du die nochmal gefunden? Der Winter ist schwer, aber du kannst was Wurzeln ausgraben, wenn du Glück hast. Woratschin kann sehr Spaß haben, um etwas Geld zu verdienen. Oder du kannst es benutzen, um Geschenke oder Essen zu finden. Ach, Abigail, ich muss zwar nicht, aber ja. Ugh. Sorry, ich habe mit meiner Mom gekämpft. Ja, das wusste ich natürlich gar nicht. Warte mal, Harvey, Pierre, wenn wir schon mal hier stehen. Pierre, oh mein Gott, wo ist Pierre? 2 Sterne. Blume. Ja, dann kriegst du auch die Blume. Das ist ja nett von dir, das mag ich. Da hier wird gearbeitet. Ja, vorbeikommen, manchmal da neue Sachen. Ist das sehr viel Arbeit, so einen Laden zu führen? Ja. Ja, ich sag dir. Aber die Leute, mit denen man nicht anbändelt, da kann man dann auch später härter drauf pushen. Sehr besonders. Einatmen, ausatmen. Wundervoll. Hier brauchen wir gerade nicht hin. Sie macht ihr Dance-Workout. Wundervoll. So, wir suchen auch noch Penny. Kinder. Ach so. Ich könnte noch einen Kaffee und eine Pizza kaufen. Das könnte noch vom Budget her drin sein. Eine Pizza. Oh ja, deshalb nur eine. Und einen Kaffee, weil einen kriege ich wahrscheinlich heute Abend auch wieder umsonst, würde ich behaupten. Aber einen können wir jetzt gleich dem lieben. Oh, schon wieder ein Event. Mein Gott, der Tag der Events wieder. Unglaublich. Was ist los, Oma? Oh, Juna, wunderst dich wohl, was hier so gut riecht? Ah, das ist wirklich nett, dass du das sagst. Ich backe meine berühmten Kekse. Hey, warum versuchst du nicht einen? Kekse. Ham, ham, ham. Lecker, lecker. Was glaubst du, sie sind köstlich. Es fühlt sich. Es ist so, als würde ich auf einem Hockeypuck rumkauen. Nein, nein, nein. Dankeschön. Ich glaube, wir kennen uns gut genug, dass ich dir mein Rezept teile. Aber, ne? Behandle es wie ein Geheimnis. Halte es geheim, meine ich. Da ist der Opa. Hier, nimm einen Kaffee. Danke. Sieht aus wie ein weiterer langweiliger Tag. Oma, Oma, ich habe dir Blumen gepflückt. Oh, nein, nicht essen. Hier, Oma. Oh, wundervoll, das ist sehr nett von dir. Ist dir nicht kalt? Du solltest eine dickere Jacke tragen, Liebling. Das Wetter ist nicht gut für meine Gelenke. Jep. War Alex noch hier drinne zufällig? Noch am Gewicht heben? Irgendwas? Nein. Nicht, der akzeptiert ja auch Blumen grundsätzlich. Dann gehen wir mal noch runter. Hier, Grabespott. Sehr gut. Gib mir was. Keine Artefakte. So viele habe ich doch noch gar nicht, oder? Das kann noch nicht alles gewesen. Oh, guck mal. Da. Bitteschön. Danke, ich liebe es. Oh, Cranberries. Ich freue mich schon darauf, wie deine Farm im Frühling aussehen wird. Es wird so frisch und wundervoll sein. Ihr Mädel. Wow, danke schön. Das waren aber auch alle, die ich erstmal habe. Was? Ich ja. Hi. Okay, wie sehr mag das Kind mich eigentlich? Der jetzt. Geht. Penny. Penny ist auch noch echt weit unten. 5 von 8. Das tut mir leid. Guck mal, ob hier noch jemand ist. Vielleicht Elliot oder so. Tatsächlich Elliot. Ich habe leider keine Tinte. Aber. Warte mal. Entschuldigung. Elliot finde ich ja auch super cool. Der hat mir schon mal 6 Herzen. Pomegranate, Crepe Cakes, Squid Ink. Ja, aber Blumen mag er zumindest.
für mich großartig. Was die Leute haben auf dem Meer gelebt? Was? Seit tausenden von Jahren oder was? Ich gehe zu. Was? Ich gehe nur zum Supermarkt. Okay. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Oh, wir wollten zum Zwerg. Hatten wir jetzt Clint schon gesehen? Nee, gell? Der arbeitet ja noch. Der arbeitet nicht. Mal schauen. So, wir wollen mal dem Zwerg was anderes an den Kopf werfen. Ein Rubin, ne? Oder ein Topaz. Wir machen einen Rubin. Weil er kommt aus der Erde oder so ähnlich. Das liebt er. Sehr gut. Ich liebe das. Du kannst, man kann großartige Dinge in den Minen finden. Sehr gut. Ich habe nämlich noch einige für dich. Ach, Cave Carrots, ne? Alles Mögliche als Essen. Und eine Rahmensoße mit Karotten. Was? Er hat geträumt. Fantastisch, dann kriegst du jetzt Rubine, bis du mich magst. Wir gehen wieder in die Town. Weil wir brauchen jetzt eigentlich nicht weiter zurückgehen. Stimmt, wir müssen noch ganz, ganz schnell zu Willi laufen. Solange der noch arbeitet. Ich hoffe, dass er arbeitet. Um noch kurz Bait und Köder zu kaufen. 7000 Gold haben wir noch. Das ist ein bisschen. Dann würde ich nochmal hochlaufen, nach der Sea Urchin gucken. Weil wir missen auch die Sea Urchin ganz doll. Ja, zu viel Englisch. Tut mir leid. Hier schon wieder am Vorbereiten. Die chillen hier alle. So, nein! Oh, ich kann noch kaufen. Ich kann noch kaufen. Bait. Wir nehmen auch nochmal 50 oder so. Dann haben wir wieder um die 100 oder ein bisschen mehr. Was soll's. So, Bait. Und dann eine Trout Soup ist gut. Dass wir besser fischen können. Nehmen wir lieber zwei. Okay, wir brauchen das Escape Slower, wenn du ihn nicht am Haken hast. Die stacken leider nicht. Nehmen wir auch mal zwei. Zwei davon, zwei Trout Soup, Bait, okay. Dann können wir das gleich da dran packen. Das packen wir dran. Ne? Schön, dass wir drüber reden konnten. Achso, warte. Wollen wir dem nicht auch noch... Was schenken wir dem? Den Diamant, das ist großartig, wenn sein alter Herr noch da wäre. Ein wahrer Angler hat Respekt vorm Wasser. Vergiss das nicht. Oh ja. Also auch Wasser ist schon beängstigend als 6 von 10. Großartig. Dann die Händler checken wir nochmal ab. Ich kann sein, dass die immer was anderes haben. Ich habe die Poppy noch nicht gepflanzt. Okay, das ist okay. Ach, stimmt, ich bin ja spätabends zurück und ohnmächtig geworden. Das läuft uns ja nicht weg. Night Market ist open. Hier ist keine Sea Urchin. Das finde ich wirklich bedauerlich. Also sehr gut. Wir können ja erstmal ein bisschen angeln gehen. Da ist... Dir habe ich schon was geschenkt. Mit dir habe ich schon geredet. Hier gibt es auch nichts weiter am Strand. Wirklich bedauerlich. Wirklich, wirklich bedauerlich. Caroline ist da. Ich guck mal. Check mal die Händler ab. Das ist ein anderes Bild. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber das werde ich mir nicht leisten können. 1200, ich, siehst du, es gibt andere. Eggplant, wenn es jetzt direkt eine Poppy gibt, dann... egal, egal. Sunflower. Oh, das war's. Egal. Egal, egal, egal. Was hast du Schönes noch? Süde Warmo. Melon Seed, Tomato, Blueberry. Der hat jetzt auch ein Poppy Seed. Vielleicht habe ich ja noch teurer gekauft. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Sunflower. Schade, dass es hier keinen Rattgabbage gibt. Er ist halt erst im zweiten Jahr. Achso, nee, da geht's nur weiter zum Meerjungfrauen-Ding. Brauchen wir nicht. Wir kriegen auch nicht nochmal eine Perle. Hier war immer noch nur Deko-Zeug. Dann greifen wir den Kaffee ab. Ja, bitte gib mir einen Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Gut, ups. Dann gehen wir angeln. Wichtig, 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 richtig, wichtig, wichtig. So, alles klar. Und dann können wir eine Weile angeln. Wir nehmen... Warte, die Angel, die Trout Soup essen wir erst, wenn wir wirklich unten sind oder so gut wie unten sind. Weiter läuft die Zeit ja ab. Und dann wünsche ich mir Glück, dass wir... Ich weiß nicht, wen es da noch alles gibt, aber dass wir alle kriegen, die wir wollen. Ich habe mir erlaubt, nochmal zu spickeln. Wir wollen einen Blob und einen Oktopus noch. Das sind die zwei, die uns noch fehlen. Wenn wir davon einen haben, können wir uns auch verdienen. So. Können. Müssen nicht, aber können. Ich brauche die Angel eigentlich nicht so weit werfen, da die eh keine Qualität haben. Ich muss nur irgendwie schaffen, die zu fangen. Okay, der geht direkt ab. Nee, auch nicht so wirklich.
Dann ist das wahrscheinlich aber nicht das, was noch fehlt. Nein, das ist der. Immerhin geben die auch ganz gut Geld. Also wir können eigentlich unsere Zeit schon hier unten plempern, in Anführungszeichen. Weil es gibt hier schöne, seltene Fischelein. Andererseits ist es auch anstrengend, die zu angeln. Und wir könnten, ja. Das ist natürlich Seaweed, das ist natürlich toll. Unser Fishing-Tackle hebt nicht ewig, dass wir zwei gekauft haben. Bin gespannt, was das an Erlös gibt vom Angeln. So, du bist gnädig. Es wäre natürlich schön, wir kriegen die, die uns noch fehlen, seltene. Aber in der gnädigen Version. Zwar zappelig, aber ne, nur am leicht hoch und runter vibrieren. Ja, als auch. Gibt es als auch. Guck mal, das hebt halt auch nicht ewig. Ein bisschen hebt es. Zwei haben wir. Shroud-Soup kostet ja jetzt auch Gott sei Dank nicht so viel. Natürlich unpraktisch, wenn man gar keins, ne? Gar kein Geld dabei hat. Da ist der Blob. Nice, 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 nice. Dann brauchen wir eigentlich nur noch den Oktopus. Nur noch in Anführungszeichen. Und dann haben wir hier soweit alles abgefangen, was man hier fangen kann. Also man kann auch beide Cucumber-Arten fangen, aber die haben wir ja auch schon außerhalb des Night Markets gefangen. Ich hätte gern noch einen Oktopus. Du da, ich hätte gern noch einen Oktopus. Du da, day. Nein, das war zum Beispiel eine Akro-Version vom Spookfish. Weil wir haben den schon ein, zwei Mal gefangen und da war er nicht so gereizt. Wie der Kollege gerade. Das ist wahrscheinlich nochmal so ein spooky Spookfisch. Ein spuckender Spookfisch. Komm her, mein Freund, komm her. Ich will noch einen Oktopus. Ich will einen Okto, eine Oktopussy. Das klingt falsch. Aber ich denke natürlich dabei nur an eine Katze. An eine Katze. Ist trotzdem besser weiterzuwerfen, dass sie eher beißen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich will einen Oktopus. Ich will einen Oktopus. Ich will einen Oktopus. Ich will einen Oktopus. Gib mir einen Oktopus. 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 Gib mir einen Oktopus. Ich bleibe hier, bis ich einen Oktopus habe. Oder bis ich heim muss. Eins war ein bisschen zu knapp. Das könnte einer sein. Das könnte einer sein. Das könnte einer sein. Bitte sei ein Oktopus. Bitte sei ein Oktopus. Bitte sei ein Oktopus. Bitte sei ein Oktopus. Bitte sei ein Blobfisch. Ist okay. Ist okay. Immerhin haben wir jetzt zwei. Können wir einen verkaufen noch? Einen behalten, einen verkaufen. Und den anderen Fischen da können wir natürlich alle verkaufen, weil wir haben schon einen weggetan. Jetzt hätten wir gern, das ist kein Oktopus, der ist viel zu leicht. Es sei denn, er ist leicht, nur halt taucht er nicht oft auf. Die können wir auch weghauen. Beziehungsweise, wenn wir keine in der Tasche im Dings haben, in der Kiste, haben wir noch Platz in der Kiste. Da können wir ja Fische einlagern. Weil, wie gesagt, wenn man später noch bestimmte Mineralien und Dinge braucht, unterschiedliche Fische geben unterschiedliche Sachen. Selbst sind so Teiche ganz cool. Wenn man so eine Area hat mit Teichen, die einem Sachen droppen, die man haben möchte. Und da sieht man auch zum Beispiel den Midnight-Tintenfisch, der da schon darauf wartet. Aber ich hätte gern, dass da jetzt ein Oktopus auf uns wartet. Nee. Wäre witzig, wenn man das kriegt, was da lang schwimmt. Oktopus, wo ist er? Wo ist dein Oktopus? Das ist wieder Akrofisch, Blobfisch oder ist das mein Oktopus? Ich würde mir sehr wünschen, dass es mein Oktopus ist. Und dass er auch bei uns bleibt, dieser Oktopus. Es könnte ein Blobfisch sein. Schwierig, schwierig. Es ist ein Blobfisch. Schade, schade, schade. Schade Schokolade und es wird schon wieder spät. Also diesmal gehen wir um 12. Verdammt, das Zeug zu verkaufen und ins Bett zu kommen, bevor ein Schatz... Okay. Das können wir gerade mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Nimm diesen Fisch mit. Nimm diesen Fisch mit. Nimm diesen Fisch mit. Das war so einer. Was gibt's schön als Überraschung? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und dass wir drüber gesprochen haben. Gib mir einen Oktopus. Ja, gib mir einen Oktopus. Ja, gib mir einen Oktopus. Ein Oktopus. Bus, 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 bus. Ein Oktopus. Bus, bus, bus. Bleib ruhig da oben. Kannst ruhig auch wieder einfach ganz nach oben gehen. Ganz nach oben ist vollkommen in Ordnung. Oktopus? Oh, Blobfisch. Und ich gebe ihm die wenigstens ordentlich Geld, wenn die mich schon hier am Mobben sind. Ich will, nehme ich, für mein Glück brauche ich einen Oktopus an meiner Seite, in meinem Leben.
bin mir sicher, ihr könnt da das nachvollziehen. Ich wollte schon sagen, relaten. Es ist, tut mir leid, es ist wirklich schlimm. Guck mal, da ist die Cucumber gewesen. Das können wir direkt drauf machen. Wie die vorbeischwimmt. Aber ich brauche den Oktopus. Ich brauche, ich will, ich benötige. Es ist meine Aufgabe, meine Mission, mein... Oh, mein... Ich habe ja auch die Trout, so wirkt auch nicht mehr. Aber jetzt noch eine zu nehmen, wäre verschwendet. Noch ein Blobfisch. Das war ein netter Blobfisch. So einen hätte ich gerne als Oktopus. Ein... Oh, verdammt. Einen netten Oktopus. Das ging mir gerade eben zu schnell. Da habe ich doch glatt falsch getan, die Meerjungfrau. Da flog eine Meerjungfrau durchs Bild, natürlich. Da schwamm eine Meerjungfrau vor sich hin. Oktopus, Oktopus. Oh, wow. Das könnte natürlich einer sein. Das ist noch viel aggressiver als der Blobfisch. Bitte, 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 bitte. Das ist wirklich... ist das wirklich schwer? Das ist wirklich schwer. Das sieht vielleicht nicht danach aus, aber es ist wirklich unglaublich spannend. Und wirklich herzzerreißend. Bitte sei ein... Ja, 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 es ist ein Oktopus. Okay, letzter Fisch noch. Ja, was es ist, oder gehen wir? Wir haben einen Oktopus. Oh, das war kein Fisch. Ich will einen Fisch. Bitte, gib mir noch einen Fisch und dann gehen wir. Noch ein Fisch. Jetzt sehe ich bestimmt noch 50 sie wieder aus. Ich hab's halt auch gecallt. Ja. Jetzt letzter Versuch, so oder so. Wenn es noch ein Seaweed ist, dann ist es so. Wenn es noch ein Fisch ist, ist es schön. Oh. Aber natürlich nicht. Lass uns... Ich habe in sein Gesicht geangelt. Das klingt vielleicht unanständig, aber so war es definitiv nicht gemeint. Fantastisch. Ich laufe raus, ich laufe raus, ich laufe raus, 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 ich laufe raus, ich laufe raus, ich laufe raus, 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 ich laufe raus, ich laufe raus. Ich glaube, da können wir sogar von Hand, wollte ich gerade irgendwie sagen, zu Fuß nach Hause laufen. Können wir sogar selber nach Hause laufen? Können wir sogar selber nach Haus, nach Haus, nach Haus, Haus, Haus? Ich weiß, aber die 250 können wir behalten. Bin immer noch traurig, dass keine Sea Urchin da ist. Ich würde so gerne meine... Ich habe bei Willi gar nicht geguckt. Ihr hättet gucken können, ob der zufällig einen verkauft. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß ja nie. Nach Haley. Gute Nacht, Haley. Wir sehen uns. Gute Nacht, Emily. Ciao, ciao. Wir gehen ins Bett. Da ist es auch ganz nett. Da kann man ganz viel munkeln und sich weiter munkeln. Dann packe ich die Trout-Zoo auch mal weg. Da bin ich gespannt, wie das Glück morgen ist. Ob wir da bleiben oder losgehen oder abgehen. Weil wir Party machen, du weißt schon. Warte. Hier, das falsche Kiste, die untere Kiste. Das heißt, ja, wir haben davon keine. Können wir eine reintun. Einen Blobfisch tun wir rein und den Oktopus tun wir rein. Fantastisch. So, den Poppy Seed, das machen wir morgen früh gleich. Das da, vier davon, fünf davon. Seaweed haben wir auch genug, wird auch verkauft. Okay, es ist 1.40 Uhr, den Rest müssen wir morgen einsortieren, sonst werden wir wieder umfallen. Ich will Scooby noch streicheln, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Und dann gehe ich in dein Bett, Scooby. Okay, nichts dagegen, alles klar, du hast nichts gesagt, also nehme ich das so hin. Geld, 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 schön. Es würde sich schon lohnen zu fischen, einfach nur für das Geld. Aber wir schauen mal, wie das Glück ist, nicht wahr? Wir schauen, wie das Glück ist und dann entscheiden wir.